Also es ist so, dass die ganz normalen Aufgaben, die anfallen, weiterlaufen. Wir haben Landeszuwendungen zu beantragen, die dann ausgezahlt werden müssen, weitergeleitet werden müssen. Es sind ganz viele Beschaffungsmaßnahmen für die Schulen, die noch abgearbeitet werden müssen, so dass wenn der Schulstart oder die Schule wieder startet, dann auch einige Materialien in den Schulen vorhanden sind. Weiterhin müssen wir Elternbeiträge für die OS berechnen. Das sind ganz normale Vorgänge, die regelmäßig anfallen. Im Moment nutzen wir die Zeit aber auch dafür, die Friedensschule, die im nächsten Jahr als Grundschule an den Start geht, zu entrümpeln, das Archiv aufzuräumen, Dinge zu archivieren und auch zu gucken, welches Inventar wir weiterverwenden für andere Schulen. All das geschieht natürlich unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Die Kollegen, die dort tätig sind, halten die entsprechenden Abstände natürlich ein. Haben wir natürlich täglich viele Fragestellen in Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise. Da stimmen wir uns ganz viel derzeit dann ausschließlich per Mail und per Telefon mit den Schulleitungen ab. Die Schulleitungen organisieren die Notbetreuungsgruppen in den Schulen und das funktioniert prima. Außerdem nutzen wir die Zeit, um weiter die Antragstellung für den Digitalpakt vorzubereiten. Gerade in Zeiten wie diesen sieht man einmal mehr, dass die Digitalisierung besonders wichtig ist. Und insofern ist auf jeden Fall genug Arbeit da, die wir im Moment dann unter anderen Bedingungen abarbeiten können. Also im Zwangsurlaub ist niemand. Die Kollegen haben die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Hier im Fachdienst machen da nur sehr wenige Kolleginnen von Gebrauch. Wir haben auch aufgrund der Räumlichkeiten die Möglichkeiten, entsprechend dann auch die Abstände einzuhalten, sodass Leute nicht zwingend zu zweit im Büro sitzen müssen. Die Schulsekretariate handhaben das sehr unterschiedlich. Viele Sekretariate sind gänzlich besetzt. Andere Schulsekretärinnen haben nur kurze Präsenzzeiten und machen anschließend Homeoffice. Aber aufgrund der technischen Möglichkeiten funktioniert auch dies sehr gut. Das Rathaus ist ja geschlossen, sodass die Bürger jetzt nur im Ausnahmefall Zutritt zu unseren Räumlichkeiten bekämen, wenn ganz dringende Anliegen zu klären sind. Aber das funktioniert auch prima per Telefon und per Mail. Diese Wege werden in der Regel sowieso sehr oft genutzt. Also bei uns kommt sehr wenig im Zusammenhang mit Corona von den Eltern an. Ich denke, die sind dann eher im Austausch mit den Schulen, ne? Sei es jetzt eben um Absprachen zur Aufgabenerledigung, die die Schüler ja bekommen, zu treffen. Aber auch insbesondere, um sich für Notbetreuung anzumelden und da die Bedarfe abzustimmen. Das funktioniert aber nach meinem Kenntnisstand sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage, wenn auch diesmal unter besonderen Umständen. Aber vor allem bleiben Sie gesund.